Das I in Asset steht für Isolation, also Isolation. Das bedeutet, dass nebenläufige Transaktionen sich nicht beeinflussen dürfen. Warum möchte man überhaupt diesen Mehrbenutzerbetrieb haben? Stellen Sie sich vor, wir haben drei Transaktionen, T1, T2, T3, und die würden schön brav hintereinander laufen, also eine nach der anderen. Das heißt, wir haben im Einzelbetrieb folgendes Bild. Wir sehen, dass das natürlich sehr teuer ist, sehr lange dauert, weil jede Transaktion auf das Ende der anderen Transaktion warten muss. In einem verzahnten, sogenannten Mehrbenutzerbetrieb kann man durch die Parallelität die Antwortzeit und auch den Durchsatz deutlich erhöhen. Das Problem dabei ist, dass man hier eben aufpassen muss, dass sich die Transaktionen nicht gegenseitig beeinflussen. Was man also möchte, ist die Semantik von hier oben dieser Einzelbetriebsausführung, das heißt, die Transaktionen sehen sich nicht, beeinflussen sich nicht, mit der Performance dieser verzahnten Ausführung. Wir definieren später, was es bedeutet, für eine verzahnte Ausführung äquivalent zu einer seriellen Ausführung zu sein. Wir bezeichnen das als serialisierbar. Und das ist das Ziel von dieser verzahnten Ausführung, äquivalent zu einer serialisierbaren Ausführung, einer seriellen Ausführung zu sein. Wenn man solche verzahnten Ausführungen betrachtet, kann man natürlich sehen, sehr einfach, dass es verschiedene Probleme gibt. Wir betrachten hier die prominentesten sogenannten Anomalien des Mehrbenutzerbetriebs. In diesem Falle das Lost-Update-Problem. Sie sehen hier Transaktion 1 und 2 und in der Mitte sehen wir die Zeit, die fortläuft. Wir sehen hier Transaktion 1 liest eine Variable x zum Zeitpunkt 1. Transaktion 2 liest ebenfalls Variable x zum Zeitpunkt 2. Transaktion 1 addiert 30 auf diese Variable. Wir sehen hier, dass Transaktion 2 20 drauf addiert. Dann schreibt Transaktion 1 diesen Wert zurück, also x plus 30, sodass in der Datenbank auf der Festplatte oder im Hauptspeicherpuffer nun Variable x den Wert 130 hat. Die Initialen 100 plus die 30 von Transaktion 1. Dann schreibt Transaktion 2 den Wert von x zurück. Und wir sehen, dass Transaktion 1 ja den Wert erhöht hat und bereits zurückgeschrieben hat, aber der Wert, auf den sich Transaktion 2 bezieht, ist der initiale Wert 100 plus eben diese 20. Das heißt, Transaktion 2 schreibt den Wert 120 in die Datenbank, sodass wir am Ende den Wert 120 haben, obwohl initial der Wert 100 war und wir zwei Transaktionen haben, die jeweils 20 bzw. 30 auf x drauf addiert haben. Das heißt, in diesem Falle ist das Update von Transaktion 1 verloren gegangen. Daher der Name Lost Update Problem. Das muss man natürlich unbedingt vermeiden. Das heißt, wenn wir im Datenbanksystem nebenläufige Transaktionen zulassen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass man solche Probleme eben nicht sieht. Weil das natürlich der Bedingung I in Asset, also Isolation, widersprechen würde. Ein anderes Beispiel ist das Dirty Read Problem. Wir haben wieder zwei Transaktionen, T1, T2. Wir sehen hier, Transaktion 1 liest die Variable x, addiert dort 100 drauf und schreibt diesen Wert zurück. Das heißt, für das Datenbanksystem ist dieser Wert jetzt um 100 höher. Transaktion 2 liest diesen Wert und subtrahiert 100 von diesem Wert. So, dann sehen wir hier aber, dass Transaktion 1 irgendein Problem hat und Rollback aufruft. Oder das Datenbanksystem eigenständig die Transaktion 1 abbricht. Die Konsequenz ist die gleiche. Transaktion 1 wird rückgängig gemacht, denn wir haben ja dieses Asset-Paradigma, das sagt alles oder nichts. Das heißt, die Änderungen von Transaktion 1 müssen komplett rückgängig gemacht werden. Wir sehen hier im Schritt 7, dass Transaktion 2 diesen Wert von x plus 100, minus 100 zurückschreibt in die Datenbank. Aber das geht ja eigentlich gar nicht, denn Transaktion 2 hat ja mit einem Wert von x gearbeitet, den es gar nicht geben dürfte.
dieser Wert von x von t1 modifiziert wurde, aber t1 wurde ja rückgängig gemacht. Das heißt eigentlich, das darf nicht passieren. Wir dürfen hier nicht mit irgendwelchen Dingen arbeiten, die wir hätten gar nicht sehen dürfen, weil hier in diesem Falle ja das Rollback gekommen ist. Das nennt man Dirty Read Problem. Das Problem hierbei ist, dass in diesem Falle, wenn wir hier Rollback machen, auch diese Transaktion T2 rückgängig gemacht werden müsste. Das Problem hier wird noch viel schlimmer oder wird schlimmer, wenn wir sagen würden, dass wir hier noch Commit aufrufen und dass dieses Rollback hier auftreten würde. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir hier Commit versprechen müssen, also Durability. Und auf der anderen Seite haben wir hier Rollback, müssten das also rückgängig machen. Aber durch das Commit haben wir diese Transaktion schon festgeschrieben in der Datenbank. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Problem. Und diese Probleme gilt es zu vermeiden. Wir betrachten nun ganz kurz Recovery, also was es bedeutet, was man tun muss, wenn das Datenbanksystem abstürzt oder was man vorher tun muss, damit man nach Wiederanlauf des Datenbanksystems eine korrekte Datenbankinstanz vorfindet. Danach betrachten wir etwas ausführlicher die Mehrbenutzersynchronisation. So, die erste Frage zum Kapitel Recovery ist, welche Aspekte von diesem Asset sind denn durch Recovery adressiert? Ist es AA, BC, CI oder DD? Im Wesentlichen betrachten wir hier in Recovery Probleme mit Atomarität und eben Gewährleistung von Dauerhaftigkeit. Durability bedeutet, wenn ich eine Transaktion habe und die Änderungen der Transaktion werden erfolgreich abgeschlossen durch Commit, dann garantiert eben diese Eigenschaft Durability, dass die Daten dauerhaft gespeichert sein müssen. Das heißt, wenn der Benutzer oder das Anwendungsprogramm Commit aufruft und das funktioniert, das läuft durch, es gibt keine Konflikte und nichts, also das Commit ist garantiert, und das System stürzt ab, dann muss nach Wiederanlauf sichergestellt werden, dass die Änderungen dieser erfolgreichen Transaktion auch in der Datenbank sichtbar sind. Das ist insbesondere dann problematisch, oder es ist dann problematisch, wenn ich Änderungen der Datenbank, Änderungen der Transaktion habe in der Datenbank, die sich bislang nur im Datenbankpuffer befinden, aber noch nicht auf die Festplatte geschrieben worden sind. Wie kann ich dann garantieren, dass diese Änderungen tatsächlich auch irgendwann hier in der Datenbank erscheinen, nachdem das System wieder anläuft? Denn der Benutzer ist ja davon ausgegangen, dass die Änderungen, die gemacht wurden, auch wenn die nur im Puffer waren, dauerhaft sind, weil das Datenbanksystem ja Durability garantiert. Das heißt, man muss aufpassen, was man verspricht oder wann man es verspricht und welche Daten persistent gespeichert werden müssen, dass sie beim Wiederanlauf auch vorhanden sind. Atomicity, also Atomarität, bedeutet, wenn ich eine Transaktion habe, die ist noch nicht erfolgreich abgeschlossen worden und dann stürzt die Datenbank ab, muss nach dem Wiederanlauf darauf geachtet werden, dass die Änderungen, die diese Verlierertransaktion gemacht hat, rückgängig gemacht werden. Das heißt, um bei diesem Schaubild zu bleiben, wir haben hier beispielsweise eine Änderung einer Verlierertransaktion, die wurde schon vor dem Absturz zurückgeschrieben durch Auslagerung. Wir haben ja schon bereits gesehen, diese Auslagerungsstrategien oder Seitenersetzungsstrategien im Puffermanagement. Es kann sein, dass diese Änderung schon auf die Festplatte ausgelagert wurde und jetzt stürzt die Datenbank ab, läuft wieder an. Jetzt haben wir hier auf der Festplatte eine Information, die gar nicht da sein dürfte, weil sie eben von einer Verlierertransaktion kommt. Das heißt, wir müssen in Recovery dafür sorgen, dass diese Änderungen von Verlierertransaktionen aus der Datenbank entfernt werden und durch die vorherige Version dieser Seite oder dieses Tupels ersetzt werden. Das sind die Anforderungen an einen Recovery-Mechanismus. Es gibt verschiedene Arten von Fehlern. Wir können Fehler haben,
innerhalb einer Transaktion. Das heißt, irgendein Anwendungsprogramm entdeckt einen Fehler, dann muss die Transaktion abgebrochen werden oder es gibt irgendwelche Konflikte, die das Datenbanksystem innerhalb dieser Transaktion feststellt. Da muss eben auch die Transaktion rückgängig gemacht werden. Es gibt Fehler mit Hauptspeicherverlust. Das waren gerade die motivierten von zuvor. Das heißt, wir haben die Festplatte intakt nach Wiederanlauf. Allerdings ist der Hauptspeicher verloren gegangen und damit der Datenbankpuffer und damit potenzielle Änderungen, die nur im Puffer stehen und nicht auf der Datenbank, auf der Festplatte stehen. Oder wir haben Fehler mit Hintergrundspeicherverlust. Das heißt, die Festplatte ist auch nicht mehr vorhanden. Dann müsste man noch auf ein Archiv zugreifen. Wir betrachten in dieser Vorlesung Fehler mit Hauptspeicherverlust. Aber auch nur ganz kurz. So, damit Recovery funktioniert, damit Asset gewährleistet wird, muss man für den Fehlerfall vorsorgen. Das heißt, es funktioniert natürlich nicht, einfach nur das System laufen zu lassen. Es stürzt ab. Denn Änderungen, die im Puffer stattgefunden haben, aber noch nicht auf der Festplatte, sind natürlich nicht nachvollziehbar. Und somit kann man auch die Änderungen nicht einbringen, weil man sie ja gar nicht kennt nach Wiederanlauf. Somit könnte man für die Gewinner Durability nicht gewährleisten und analog eben auch für die Verlierer, wenn Änderungen eingebracht worden sind in die Festplatte und wir haben keine Informationen dazu, nach Wiederanlauf, wie sollen wir die denn finden und rückgängig machen? Also wir brauchen auf jeden Fall eine Vorsorge dafür und wir betrachten hier einen Ansatz, der Logging betreibt. Das heißt, wir schreiben kontinuierlich Log-Informationen auf einen persistenten Speicher, der uns dann erlaubt, Änderungen nachzuvollziehen für die Gewinner und Änderungen rückgängig zu machen für die Verlierertransaktionen. Das kann man sich folgendermaßen illustrieren. Wir haben hier ein sogenanntes Do-Redo-Undo-Prinzip. Das heißt, in dem normalen Betrieb, in dem Fall für dieses Dos, haben wir einen alten Datenbankzustand. Das heißt, einfach nur irgendwelche Informationen über Tupel, die sich in der Datenbank befinden. Und jetzt wird irgendeine Operation ausgeführt, zum Beispiel ein Insert, Update, Delete. Und dann haben wir ja einen neuen Datenbankzustand. Was wir aber auch noch generieren, ist ein sogenannter Log-Satz, also eine Menge von Log-Einträgen oder ein Log-Eintrag für eine einzelne Operation, die eben beschreibt, was wir gerade in diesem Do gemacht haben. Das ist also die Vorsorge, die ich gemeint habe für den Fehlerfall. Wir dokumentieren, und zwar auf persistentem Speicher, was wir gerade gemacht haben, um den alten Datenbankzustand in den neuen Datenbankzustand zu überführen. Denn dann, wenn das System abstürzt und wir haben einen Wiederanlauf und wir finden auf der Festplatte einen alten Zustand, weil Änderungen bislang nur im Datenbankpuffer gemacht wurden oder teilweise nur gemacht wurden, dann können wir jetzt den alten Datenbankzustand nehmen, den Log-Satz, den wir zuvor generiert haben, und können dann ein sogenanntes Redo-Verfahren anwenden, wobei wir hergehen und diese Einträge im Log nachvollziehen und also anwenden auf den alten Datenbankzustand, damit wir den neuen Datenbankzustand erhalten. Das machen wir natürlich vom Sinn her nur für die Gewinnertransaktionen, obwohl man in der Praxis das auch automatisch noch mitmacht für die Verlierer. Natürlich müssen die Verlierer am Ende dann rückgängig gemacht werden, was wir hier sehen im Falle von Undo. Natürlich muss man auch aufpassen, das werden wir hier in der Vorlesung aber nicht im Detail betrachten. Wir müssen auch aufpassen, dass wir, wenn wir Änderungen teilweise schon in der Datenbank haben, auf der Festplatte, dass wir die nicht doppelt ausführen. Dass wir so einen Zustand haben von teilweise Änderungen schon in der Datenbank auf der Festplatte eingebracht, teilweise noch nicht. Da müssen wir aufpassen, genau zu sehen, für welche wir nichts tun müssen und für welche wir Redo machen müssen, damit wir nicht Operationen mehrfach ausführen. Und dann, wie gesagt, zu den Verlierern. Wenn wir den Datenbankzustand nun wiederhergestellt haben durch dieses Redo, oder wir sind aktuell zum Zeitpunkt, dass wir eine Transaktion rückgängig machen müssen, wo ein Fehler aufgetreten ist,
Dann müssen wir hergehen, nehmen uns die Beschreibung der Änderungsoperation aus dem Log, führen die aus in verkehrter Reihenfolge, also wir machen die rückgängig, die inverse Operation, wenn man sich das so vorstellen möchte, und erhalten dann den Datenbankzustand ohne eben die Änderungen, die hier beschrieben worden sind. Und das macht man eben für Verlierertransaktionen oder für Transaktionen, die einen Fehler haben und sich selbst zurücksetzen möchten oder das Datenbanksystem diese zurücksetzt. Wir sehen hier, wir hatten noch eine andere Information, die wir generieren während des Undos. Das sind sogenannte Compensation Log Records. Da werden wir auch nicht im Detail eingehen hier in der Vorlesung. Nur so viel dazu. Diese werden gebraucht, damit die Undo-Operation idempotent ist. Das heißt, dass man eine Undo-Operation auch nur einmal ausführt und nicht mehrfach ausführt. Das kann man sich so vorstellen, Sie möchten, Sie haben 100 Euro überwiesen. Das heißt, eine Variable, ein Kontostand um 100 Euro erhöht. Und wenn Sie das rückgängig machen wollen, würden Sie davon 100 Euro abziehen. Allerdings, wenn in dem Wiederanlaufprozess nochmal der Strom ausfällt und Sie nochmal wieder anlaufen müssten, möchten Sie natürlich vermeiden, dass Sie dann zweimal oder mehrfach diesen Wert von X wieder abziehen. Das heißt, man muss aufpassen, dass Redo und auch Undo eben nur einmal ausgeführt werden, weil auch der Wiederanlauf abstürzen kann. Ein Datenbanksystem sollte natürlich idealerweise immer verfügbar sein, genau wie jedes andere System auch. Wir können dann die Systemverfügbarkeit angeben, indem wir die mittlere Zeit hernehmen zwischen zwei Fehlern und teilen die durch die Zeit zwischen den Fehlern plus die Zeit, die es braucht, um den Fehler zu beheben. Natürlich möchte man diese Availability gleich 1 haben, im Idealfall, weil dann gar keine Fehler auftreten. Und wenn man allerdings davon ausgehen kann, dass es irgendwann mal zu Fehlern kommt, dass man das nicht vermeiden kann, irgendwelche Bugs, Stromausfälle und so weiter, Hardwarefehler, Erdbeben, Feuer und so weiter, dass man dann gucken muss, dass man diese Mean Time to Repair sehr, sehr klein bekommt, damit am Ende diese Availability trotzdem noch sehr hoch sein kann. Man kann Availability angeben als Anzahl von Neunen. Wenn wir uns hier zum Beispiel anschauen, dass ein System 99,999% Availability hat, also gegeben der Formel von zuvor 0,99999, haben wir 5 Neunen, also 5 Nines of Availability. 99,99% entspricht ungefähr einer Minute Ausfall des Systems pro Woche, beziehungsweise 50 Minuten Ausfall in einem Jahr. Jim Gray, der den Turing Award gewonnen hat für seine Arbeiten zu Datenbanksystemen, hat 1998 während seiner Rede zu dem Turing Award Folgendes gesagt: Das Ziel ist, ein System zu bauen, das Millionen von Benutzern hat, und das System soll mehr oder weniger immer verfügbar sein, das heißt weniger als eine Sekunde Downtime haben in 100 Jahren. Also es entspricht 8 Neunen Availability. Er hat auch gesagt, so rückblickend, dass man damals vor 45 Jahren eben mit Availability von 90% angefangen hat. Also es waren nur 90% erreichbar, die Systeme damals. Und dass sie in den letzten 45 Jahren 3 Neuen hinzugefügt haben. Und dass man dafür oder darauf zielen sollte, eben noch 5 Neunen hinzuzufügen. Das entspricht dann eben genau diesen 8 Neunen, die hier erwähnt worden sind. Können Sie sich mal anschauen, wenn Sie sowas interessiert. Ja, hier ein Beispiel, irgendwann aus 27. Januar 2015, war Facebook ausgefallen. Der Ausfall soll ungefähr eine Stunde gedauert haben. Wenn wir davon ausgehen, dass es einmal im Jahr passiert, können Sie jetzt mal überlegen, wie hoch die Availability ist, also wie viele Neunen wir da haben. Das Ziel ist natürlich, Availability gleich 1,0 zu haben, also 100% Availability. Das kann man natürlich mathematisch dadurch erreichen, dass man sagt, naja, schauen wir uns mal diese Formel an für Availability. Damit das 1 ist, muss die Mean Time to Failure gegen unendlich gehen. Oder aber,
und das ist einfacher zu erreichen. Die Mean Time to Repair muss viel, viel kleiner sein als die Mean Time to Failure. Warum lässt sich das hier eher erreichen als hier oben das? Naja, Mean Time to Failure gegen unendlich würde bedeuten, dass man alle möglichen Fehler ausschließen kann. Aber manche Fehler sind nicht deterministisch, man hat irgendwelche Nebenläufigkeiten, irgendwelche komischen Probleme, die man nicht in den Griff bekommt, sodass die Mean Time to Failure, also ein System, was nie abstürzt, mehr oder weniger unrealistisch ist oder unmöglich ist. Das heißt, man kann trotzdem diese A gleich 1 erreichen, wenn man eben hier dran herumspielt. Also dieses optimiert, dass die Mean Time to Repair sehr, sehr, sehr viel kleiner sein soll als die Mean Time to Failure. Diese Bugs, die eben auftreten können, ohne dass man wirklich kontrollieren kann, also dass man das nicht irgendwie garantieren kann, dass hier keine Probleme auftreten, die werden nach Jim Cray auch Heisenbugs genannt, nach Heisenbergs Unschärferelation. Das nur als Anekdote. So, zu den Grundlagen des Datenbank-Recoveries. Also die Aufgabe des Datenbanksystems ist die automatische Behandlung aller zu erwartenden Fehler. Welche Fehler haben wir? Naja, die Datenbankoperation kann zurückgewiesen werden. Das heißt, wir können am Ende nicht abschließen. Es gibt ein Problem, das wir verursacht haben durch unsere Transaktion. Das heißt, Commit wird nicht akzeptiert. Die Transaktion muss rückgängig gemacht werden. Es kann auch sein, dass wir Stromausfall haben oder andere Datenbanksysteme, Probleme, dass Geräte nicht funktionieren, dass irgendwie die Festplatte kaputt ist und so weiter oder irgendwelche andere Gerätesteuerungen versagen. Also das sind alles Dinge, die erwartbar sind. Das führt zu folgenden Fehlermodellen für zentralisierte, also nicht verteilte Datenbanksysteme: Transaktionsfehler, Systemfehler, Gerätefehler oder irgendwelche Katastrophen. Wir betrachten hier hauptsächlich Transaktionsfehler bzw. Ausfall des Hauptspeichers. Diese Anforderungen entsprechen oder verursachen zwei mögliche Recovery-Arten. Zum einen Transaktionsrecovery, dass wir einen Fehler innerhalb der Transaktion haben und diese Transaktion zurücksetzen. Entweder vollständig oder partiell zu sogenannten Save Points, die wir zuvor schon kurz angesprochen hatten. Zweite Recovery-Art ist ein Crash-Recovery, nachdem das System einen Fehler hatte. Da möchten wir, wenn das System anläuft, zu einem sogenannten transaktionskonsistenten Datenbankzustand zurück. Das heißt, wir möchten die erfolgreichen Transaktionen nachvollziehen, weil wir Durability erreichen müssen. Wir müssen die Verlierertransaktionen rückgängig machen aufgrund der Atomaritätsanforderung. Diese beiden Recovery-Arten sind allerdings in der Implementierung verwandt. Also die Vorsorgemaßnahmen, um beide zu garantieren, sind ähnlich oder identisch. Es kann auch Medien-Recovery geben, das heißt, die Festplatten sind ausgefallen, wir brauchen Archivkopien und so weiter, oder eben Katastrophen-Recovery, dass dann irgendwelche, das ganze Haus brennt ab oder das Datencenter. Wir brauchen dann irgendwelche Kopien von weit entfernten Systemen, die eingespielt werden müssen. Wir betrachten hier, wie gesagt, nur Überlegungen zu Crash Recovery, was wieder sehr ähnlich auch ist zu Transaktions Recovery. Also wir betrachten nicht Medien Recovery oder Katastrophen Recovery. So, was sind die Probleme bei diesem Crash Recovery oder Transaktions Recovery? Wir haben ja diese zweistufige Speicherhierarchie mit dem Datenbankpuffer links und dem Hintergrundspeicher, also der Festplatte rechts. Und jetzt sehen wir hier, dass wir hier eine Seite PA haben, die hat die Tupel A und D, beziehungsweise A' soll markieren, dass A bereits geändert wurde in A'. Wir haben hier C und D, die Tupel in den Seiten PC und PB. Wir sehen, dass PC, die Seite, hier auch schon in den Puffer geladen wurde. Wir sehen auch, dass diese Änderung C', die im Puffer sichtbar ist, noch nicht in der Festplatte wiedergespiegelt ist. Was bedeutet das für Crash Recovery? Das bedeutet, dass wir nach Wiederanlauf schauen müssen, was waren die Gewinnertransaktionen und was waren die Verlierertransaktionen.
Nehmen wir an, dass die Transaktion T1, das Tupel C verändert hat, eine Gewinnertransaktion war. Das heißt, T1 hat committed und der Anwender oder die Anwenderin oder das Programm ist im Glauben, dass die Transaktion dauerhaft gespeichert wurde. Jetzt sehen wir aber, dass die Änderung, die hier gemacht wurde, also C wurde in C' geändert, noch nicht auf dem Hintergrundspeicher dargestellt ist. Das heißt, wir haben, wenn das System wieder anläuft, der Hauptspeicher ist verloren. Was machen wir jetzt mit dieser Änderung? Wo steckt die? Das heißt, wir müssen irgendwo in einem persistenten Speicher, also in der Festplatte, markieren oder loggen, dass wir hier eine Änderung von C nach C' haben und wie diese Änderung genau aussieht. Denn wenn das System anläuft und wir finden hier das C vor, sehen, dass T1 eine Gewinnertransaktion ist, dann müssen wir unbedingt dieses C in ein C' umwandeln. Ansonsten hätten wir ja diese Änderung verloren. Das darf aber nicht sein, da ja T1 Gewinner ist, also das Commit erfolgreich, also muss Durability gelten. Also wir müssen noch nicht eingebrachte Änderungen in die persistente Datenbasis nachvollziehen für die Gewinner. Anforderung 2. Stellen Sie sich vor, wir haben Transaktion T2. T2 ist eine Verlierertransaktion. T2 hat eine Änderung gemacht auf Tupel A in A'. Und wir sehen, dass diese Änderung bereits in die Festplatte eingebracht wurde. Das heißt, nach wieder Anlauf haben wir hier auf der Festplatte eine Änderung, die nicht da sein dürfte, weil T2 ja abgebrochen wurde. Also nicht komplett ausgeführt wurde. Da T2 Verlierer ist, müssen wir jetzt hergehen und die Festplatte aufräumen und alle Änderungen, die T2 gemacht hat, rückgängig machen. Das heißt, auch hier müssen wir Vorkehrungen treffen. Wir müssen auf persistentem Speicher die Informationen ablegen, dass T2 diese Änderung von A in A' gemacht hat. Denn nur dann können wir nach Wiederanlauf, wenn der Hauptspeicher ja verloren gegangen ist, in dieses Log hineinschauen und sehen, dass T2 diese Änderung gemacht hat. Wir wissen, dass T2 eine Verlierertransaktion ist und können dementsprechend die Änderungen rückgängig machen. Das nennt sich Undo. Jetzt haben wir gerade diesen Puffer gesehen und die Festplatte gesehen. Es gibt jetzt Möglichkeiten, das Datenbanksystem zu konfigurieren, wie es mit Seiten in dem Puffer umgehen soll. Nochmal zur Illustration, Datenbankpuffer mit Platz für verschiedene Seiten und die Datenbank selbst. Diese Konfigurationsmöglichkeiten nennt man Force und Steal. Jeweils können diese wahr oder falsch gesetzt werden, also True oder False. Steal sagt, dass ich, wenn ich eine Seite im Puffer habe von einer Transaktion, die aktuell noch läuft, dies aus dem Puffer rausgeworfen werden kann, das heißt, diese Änderung wird auf die Festplatte geschrieben. Nicht-Steal sagt, dass ich diese Seiten, die aktuell noch in Bearbeitung sind, also von aktiven Transaktionen modifiziert worden sind, dass man die nicht auf die Festplatte schreiben darf. Diese dreckigen Seiten, wie man sagt, Dirty Pages, müssen im Puffer bleiben, bis eben die Transaktion abgeschlossen hat. Das heißt, dieser Fall kann nicht eintreten. Diese rote, dreckige Seite würde im Puffer bleiben müssen. Was hat das für Auswirkungen auf unseren Wiederanlauf? Wenn ich Steal zulasse und diese dreckige Seite auf die Festplatte geschrieben werden kann, haben wir gerade den Fall von zuvor, den ich skizziert hatte, weil es könnte ja sein, dass diese Transaktion eine Verlierertransaktion ist und diese Änderung hier müsste dann rückgängig gemacht werden. Das heißt, in dem Fall, dass wir Steal zulassen, also dass Steal gleich True ist, müssen wir eben aufräumen am Ende, dass die Verlierertransaktion, die Änderung der Verlierertransaktion rückgängig gemacht werden. Wenn wir Steal nicht zulassen, also diese rote Änderung hier im Puffer nicht auf die Festplatte geschrieben werden darf, bevor die Transaktion abgeschlossen ist, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass uns hier
Verlierertransaktionen die Festplatte versauen. Das heißt, wir bräuchten in dem Fall gar kein Undo. Die zweite Konfiguration, die wir haben, nennt sich Force bzw. No Force. Wenn ich Force habe, also Force gleich True, und habe hier eine Änderungsoperation oder eine Änderung einer Transaktion im Puffer, dann sagt Force gleich True aus, dass wenn die Transaktion, die diese Änderung gemacht hat, committed, dann werden alle Seiten aus dem Puffer auf die Festplatte zurückgeschrieben von dieser Transaktion, also die Seiten, die von dieser Transaktion geändert worden sind. Das heißt, hier diese Änderung würde bei Commit zurückgeschrieben werden. Wenn wir Force gleich True haben, muss das nicht sein. Also die geänderten Seiten könnten auch nach Commit noch im Puffer bleiben. Wir müssten also nicht direkt zurückschreiben. Was sind die Auswirkungen von Force auf die Überlegungen zum Wiederanlauf? Wenn ich Force gleich True habe, garantiere ich ja, dass die Änderung, wenn die Transaktion committed, auf jeden Fall zurückgeschrieben wird. Ist das gut? Ja, das ist gut, in dem Sinne, dass wir garantieren, dass nach Wiederanlauf für die Gewinnertransaktionen, das heißt die, die committed sind, die Änderung tatsächlich auch auf der Festplatte schon da ist. Das heißt, der Verlust des Hauptspeichers wäre kein Problem für die Gewinner, weil die Änderungen ja auf jeden Fall schon in der Festplatte stecken. Wenn ich nicht Force habe, kann ich nicht garantieren, dass diese Änderung da ist. Sie mag da sein, vielleicht auch nicht, das hängt natürlich ab von dem Stil. Aber wenn ich nicht Force habe, weiß ich eben nicht, dass die Seite wirklich auch ausgelagert wurde auf die Festplatte. Das heißt, man hat die Festplatte im schlechtesten Falle eben in einem Zustand, der die Änderungen der Gewinnertransaktion nicht beinhaltet. Das heißt, wenn der Hauptspeicher verloren geht, habe ich eine Transaktion, die committed hat und diese Änderung, die hier blau dargestellt wird, ist, die ist eben nicht auf der Festplatte. Das heißt, die Festplatte ist nicht in einem Zustand, der diese Transaktion dauerhaft widerspiegelt. Das heißt, wir müssen hier irgendwas tun. Wir müssen hier wieder Anlauf aufpassen, dass wir die Änderungen der Transaktion, die Gewinner sind, aber noch nicht in der Festplatte wirklich zurückgeschrieben sind, nachvollziehen können. Also wir brauchen Redo. Um das eben machen zu können, müssen wir, wie in einer Illustration von ein paar Folien, eben wenn wir committen, Log-Einträge generieren auf einem persistenten Speicher, die eben diese Änderungen, die noch nachvollzogen werden müssen, beschreiben. Ja, mit den Erklärungen kann man jetzt hergehen und diese Tabelle ausfüllen mit eben diesen Kombinationsmöglichkeiten und jeweils eingeben, ob wir hier Redo oder Undo brauchen oder beide nicht brauchen. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Steal oder No Steal? Was ist besser? Force oder No Force? Und das ist recht klar zu beantworten, denn in der Praxis möchte man Steal zulassen, aber man möchte nicht forcieren, dass bei Commit Änderungen auf die Festplatte geschrieben werden, aus Performancegründen. Wenn wir nur die Tabelle betrachten, unsere Überlegungen, wir sind faule Entwickler und möchten ein Datenbanksystem schreiben, wir möchten uns aber nicht um Undo und Redo kümmern, dann würde man sagen, dass man Steal nicht zulässt, aber Force gleich True setzt, dann bräuchte man weder Undo noch Redo. Wie wir hier sehen können. Wir betrachten allerdings den Fall, dass wir Not Force und Steal haben. Also müssen wir uns auch mit Redo und Undo beschäftigen. Wenn wir Redo und Undo realisieren möchten, müssen wir, wie in dieser Illustration mit diesem Do, Redo, Undo-Prinzip, eben Vorsorge treffen und Informationen dazu speichern, welche Änderungen geplant sind oder welche Änderungen gemacht worden sind. Das heißt, wir brauchen eine Regel, die sagt, wann wir Log-Einträge schreiben müssen. Dazu gibt es zwei prominente Regeln, die recht einfach zu verstehen sind. Die erste Regel ist das sogenannte Wahlprinzip, Write-Ahead-Log-Prinzip.
Und das sagt aus, eigentlich recht einfach, bevor eine modifizierte Seite aus dem Puffer in die Datenbank auf der Festplatte geschrieben werden darf, müssen alle Log-Einträge, die zu dieser Seite gehören, in einem persistenten Log-Speicher geschrieben werden. Das heißt Log-Datei und auch noch ein Archiv, falls eben die Festplatte auch verloren geht. Das heißt, kurz gesagt, bevor man eine Änderung auf der Festplatte macht, in der Datenbank, müssen wir vorher dokumentieren, was diese Änderung macht oder machen möchte. Die zweite Regel, sogenannte Commit-Regel oder im Englischen auch Force Log at Commit genannt, sagt Folgendes: Bevor eine Transaktion festgeschrieben wird, also committed wird, und der Benutzer geht davon aus, dass dann Durability gilt, müssen alle zu dieser Transaktion gehörende Log-Einträge auf persistentem, das heißt stabilem Speicher abgelegt werden. Ohne diese beiden Regeln kann man nicht gewährleisten, dass das System nach Wiederanlauf Redo und Undo ausführen kann. Jetzt versuchen Sie mal, diese beiden Punkte zu verbinden mit den Betrachtungen oder den Illustrationen von zuvor, wo ich hier so eine Datenbank hingemalt hatte und dementsprechend den Puffer. Und wir hatten jetzt in diesen Illustrationen immer eine Änderung hier gemalt und gesagt, diese Änderungen wurde propagiert auf die Festplatte, aber kam von einer Verlierertransaktion. Das heißt, wir müssen diese Änderung rückgängig machen. Und dazu braucht man hier dieses Write-Ahead-Log-Prinzip. Bevor ich eine Änderung mache, muss ich die dokumentieren. Wenn ich die später erst dokumentiere, das heißt, ich schreibe, mache erst die Änderung, und dann möchte ich die dokumentieren, aber nein, dann stürzt das Datenbanksystem ab. Das heißt, ich konnte die nicht dokumentieren. Das heißt, die Änderung ist auf der Festplatte, aber ich weiß davon nichts mehr nach Wiederanlauf. Das heißt, erst Log schreiben, dann ändern. Dann kann man nämlich, wenn man dann die Änderung auch gemacht hat, und das ist eine Verlierertransaktion, kann man später im Log nachschauen und sagen, diese Änderung kam von einer Verlierertransaktion, wir müssen die rückgängig machen. Das heißt, die Log-Einträge haben auch immer Informationen gespeichert, wie man diese Änderung rückgängig macht oder wie man die Änderung nachvollzieht, das heißt anwendet, im Falle des Redos. So, und der zweite Fall natürlich für diese Commit-Regel. Wir haben eine Transaktion hier in dem Fall, die hat diese Änderung gemacht, ist eine Gewinnertransaktion. Das System stürzt ab, aber der Benutzer geht davon aus, dass Durability gewährleistet wird und diese orangefarbene Änderung auch wirklich in der Datenbank da ist nach Wiederanlauf. Das heißt, wir müssen irgendwie nach Wiederanlauf diese Änderung einbringen in das Datenbanksystem auf der Festplatte. Wie können wir das machen, wenn wir keine Informationen dazu haben? Das heißt, bevor wir dem Benutzer garantieren, deine Transaktion hat committed, Durability gilt jetzt, müssen wir auf persistentem Speicher die Informationen ablegen, oder die Informationen ablegen über alle Änderungsoperationen, die zu dieser Transaktion gehören. Denn dann können wir nach Wiederanlauf gucken, ob diese Änderung eingebracht wurde. In dem Fall hier wäre sie eingebracht worden, können wir sagen, okay, prima. In diesem Fall wäre sie nicht angebracht worden, müssen wir sagen, okay, wie schaut die Aktion aus? Zum Beispiel 50 Euro addieren auf Tupel A. Und dann können wir die noch einbringen nach Wiederanlauf in der Redo-Phase. Das heißt, diese beiden Regeln sind elementar für das Funktionieren von Redo und Undo, das heißt Fehlerbehandlung, Wiederanlauf in einem Datenbanksystem nach Hauptspeicherverlust. Dementsprechend auch Festplattenverlust, wenn wir noch sagen, wir haben noch ein Archiv hier und hier, wo eben diese Log-Einträge auch gespeichert werden. Die Details dazu, wie die Log-Einträge aussehen, wie genau diese Redo- und Undo-Phasen ablaufen, welche Algorithmen da gebraucht werden und wie man sehen kann, ob Änderungen schon bereits in der Datenbank drin sind oder noch nicht drin sind, das ist alles Teil in einem größeren Abschnitt der Vorlesung Datenbanksysteme im Wintersemester.